Liebe Magdeburger, das Licht brennt, ich kann also sprechen. Es hat eine ganze Weile gedauert, naja, wie das üblich ist, ich könnte das praktisch jedes Mal sagen, entweder der Gesprächspartner kann nicht oder 5 Minuten vorher abgesagt oder das ist alles vorgekommen. Oder auch das Studio hier klappt nicht und dann klappt es doch wieder und dann auf einmal, also wir haben sie hier. Aber zunächst, bevor ich sie vorstelle, möchte ich dir erstmal ein paar Videos angucken, wo wir sie bereits haben. Also einmal war sie sehr fleißig, da hat sie sehr geschwitzt. Das andere Mal, das war von meiner Seite ein bisschen verkehrt, da habe ich sie gleich begrüßt hier mit Bundeswehr raus aus Afghanistan, da hat sie ein bisschen die Decke hochgezogen. Und dann nochmal, aber das werdet ihr selbst sehen. Irgendwo muss der Punkt sein. Da, wo das Schlaue ist, genau. Brust. Jawohl. Du bist schick. Noch eins. Ja, so viel wie du kriegst. Arme Füße gibt es. Hier aus Salke für die Line-Dance-Gruppe von der Grundschule in Salke. Wenn ihr euch fragt, Mensch, warum tanzen wir eigentlich nicht, wir Eltern, dann liegt das vielleicht an der tollen... Das sind immer die, die drinnen sind, können am wenigsten gucken wahrscheinlich. Da mache ich auch gleich nochmal sagen. Also wenn noch jemand keinen Super hat, hier schreien, Arm hoch, dann kommt jemand mit der Super. Dann gehen wir jetzt anders lang und bringen die nach vorne. Jawohl. Wenn wir zum Gespräch nicht gekommen sind. Das stimmt. Ich gucke auch hoch in die Kamera oder zeige auch mal schon das Finish oder erzähle dann ein bisschen was. So, und nun ist sie hier. Prima, dass das doch noch geklappt hat, dass wir sie heute hier haben. Der Katrin Budde, Vorsitzende der SPD Sachsen-Anhalt, Mitglied des Landtages Sachsen-Anhalt und Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ist das richtig so? Naja, Vorsitzende der Sozialdemokratischen Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt ist die korrekte Bezeichnung. Gut. Aber es ist alles das Gleiche. Völlig in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Immer gut so. Und Sie waren auf alle Fälle mit dabei gewesen bei der, ich möchte jetzt nicht sagen Auskochen, aber beim Aushandeln des großen Koalitionsvertrages in der Unterkommission oder Kommission Landwirtschaft und Umwelt, waren auch in den Gesprächen der 75er, Abhandlungen, ja oder nee. Das war die große Gruppe in der Koalitionsverhandlung. Aber das waren von jeder Seite 75 Personen. Genau. Ne, das Gleiche. Und was mir bei diesen Absprachen zur Großen Koalition wirklich sympathisch war, dass die SPD gesagt hat, nein, wir fragen in jedem Falle unsere Mitglieder. Das war wirklich demokratisches Verhalten, also da gibt es gar nichts. Wenn es dort auch von sehr vielen Seiten Kritik gegeben hat, wie lange sollen das noch dauern und ehe die da fertig werden. Und ja, es war so, da ist kein Lachen dabei und so. Das wollte ja sogar die CSU mit abstimmen bei uns. Die haben sich ja beschwert, dass sie bei der SPD nicht mit abstimmen dürfen. Ja, das gab es alles. Mhm. Und
Heute zu dem Gesprächsthema haben wir hauptsächlich Rente. Und Rente war ein großes Thema im Wahlkampf der SPD. Und demzufolge gab es auch massiven Druck, diese Rentenproblematik durchzusetzen im Großen Koalitionsvertrag. Ne? Und wenn Sie uns da hauptsächlich mal erzählen würden, wie sieht es denn aus mit der Rente 63? Das ist ja momentan ein Thema hin und her mit dem Mindestlohn. Und da gibt es ja auch sehr viele Diskussionen. Ja, wir können das so machen und welches aus. Und hier gilt er nicht und da gilt er doch ganz richtig nicht und so. Wenn Sie uns da mal, beziehungsweise die Magdeburger, ein bisschen ins Bild setzen würden. Das will ich gerne versuchen. Prima, also, deshalb habe ich Sie auch eingeladen. Nein, das und Thema, habe so lange gewartet auf Sie. Aber ich hoffe, das lohnt sich dann. Ja, und da sind wir jetzt dabei beim genau, Lohnen. Genau, genau. Nein, das Thema Rente, das ist ja ein Thema gewesen, nicht bloß in der Großen Koalition, auch nicht bloß im Wahlkampf, sondern vorher im Grunde schon. Ich meine, es ist ja nun mal heute so, dass die Erwerbsbiografien heute anders sind, als die noch vor 10, 15, 20 Jahren gewesen sind. Und dass die Rentenkassen nicht voller werden durch die demografische Entwicklung. Und da haben wir als Sozialdemokraten ja schon im Vorfeld uns auch selber untereinander und miteinander gestritten, wie könnte denn eine Teillösung oder Lösung für die Rente in der Zukunft aussehen. Mhm. Und damals sind wir im Grunde im Vorfeld schon der Bundestagswahlen eigentlich zu der Vereinbarung gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen das an Versicherungsjahren zunächst erstmal fest. Und so sind ja diese Themen wie Rente ab 63 entstanden. Eigentlich ist das ja das Thema Arbeitsleistung anerkennen, Lebensleistung anerkennen. Und wer 45 Jahre versichert ist, der soll in Rente gehen können. Gibt das es ist das im überhaupt? Idealfall. Oh ja, heute gibt es das noch sehr viel. Ja. Ja, natürlich. Jetzt sind gerade die Generationen, die jetzt in Rente gehen, die haben ihre 45 Jahre zu einem großen Teil auch voll. Also wenn ich zu meiner Schwägerin oder meinem Schwager gucke oder auch zu der Tante von meinem Onkel, von meinem Mann. Das sind durchgehende Erwerbsbiografien, also die Krankenschwestern waren, die auf dem Bau gearbeitet haben oder auch die als in den Betrieben normal gearbeitet aber haben. Aber hauptsächlich zu DDR-Zeiten und den anschließenden Anschluss. Ja, es sind ja nicht alle arbeitslos geworden 1989, 90, 91, 92, sondern es gibt ja auch viele, die immer wieder weitergearbeitet haben. Und die haben natürlich, wenn sie mit 16 angefangen haben, in die Lehre zu gehen, ihre 45 Versicherungsjahre voll. Und das gibt sehr viele und da sind eben sehr viele Berufe auch dabei, die wirklich auf die Knochen gehen. Und deshalb haben wir gesagt, also nach 45 Maurer, Versicherungsjahren. Die körperlich eben schwer belastet sind. Auch wer 45 Jahre in einem Schulsekretariat gearbeitet hat oder 30 Jahre als Angestellte, auch der ist oder die ist, denke ich mal, rentenreif. Ja, oft, ja. Oder auch als Lehrerinnen und Lehrer, die durchgängig gearbeitet haben. Das trifft und betrifft sehr viele. Und deshalb sage ich eigentlich lieber nach 45 Versicherungsjahren, weil das ist ja kein Geschenk, sondern das ist ja eine Anerkennung der Arbeitsleistung. Ja, das ist das eine große Thema. Und dann das, was noch weiter diskutiert wird, das Thema Solidarrente. Das war ja im Rentenpaket der SPD mit enthalten. Das muss ja auch noch ins Rentenpaket rein, dass man eben so etwas wie quasi eine Mindestrente hat, wenn man es nicht so glücklich getroffen hat und eben große Zeiten von Arbeitslosigkeit Sie dazwischen sagen, hat. Vorsichtig, nicht so glücklich getroffen hat. Naja, es liegt nicht immer nur an den Menschen selber, sondern manchmal lag es eben einfach auch an der Situation, dass man vielleicht nicht von zu Hause weg konnte oder wollte und im Umfeld eben keine Arbeit gefunden hat. Ich meine, bei so großen Umbrüchen nach 89, da ist das nicht immer persönliche Schuld, dass man arbeitslos geblieben ist, sondern hat ganz viel auch damit zu tun, wie die Umstände ringsherum gewesen sind. Also alleine, wenn ich mal unterbrechen darf, wenn ich mir die angucke vom 13. Dezember, wo wir uns da getroffen haben, mit welchen Geldmitteln die Leute auskommen müssen. Also das ist eine Katastrophe. Rechnen Sie sich mal aus, mit 500 Euro soll jemand auskommen. Wir haben da bei unserer kleinen Caritas-Essengruppe auch ein paar ältere Leutchen und so. Ja. 500, 400, 500, mit Stricke machen sie nebenbei und was sie alles so machen. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Naja, also ich sag mal, die heute in dieser Situation sind, das ist sicherlich schon schwierig. Aber wenn wir beim Thema Rente bleiben, wo es natürlich noch keine Lösung für gibt, ist das ganze Thema Altersarmut und
Ja. Ja, Armut ja, trotz Rente möglicherweise, wenn die Solidarrente, wenn wir das nicht schaffen würden, bei denjenigen, die eben in solchen, wie man heute so schön sagt, Patchwork-Arbeitsverhältnissen waren, also ganz wenig verdient haben oder auch mal ein, zwei Jahre arbeitslos waren, dazwischendurch mal in das Arbeitslosengeld komplett kurz reingerutscht sind, ja, Hartz IV gerutscht sind und sich dann immer irgendwie über Wasser gehalten haben mit niedrigen Löhnen. Diese ganze Welle der Probleme kommt ja erst noch. Und ich glaube, das wird sozusagen das nächste Thema sein, wo man ganz intensiv drüber nachdenken kann. Und das wird man nur durch eine Mindestrente oder Solidarrente auffangen können. Ich will Ihnen auch ganz klipp und klar sagen, ich habe auch Hartz IV bekommen. Und was meinen Sie wohl, wie schön das ist? Also ich würde das jedem empfehlen. Ich nicht, Sie aber auch nicht. Das war eher so sarkastisch oder zynisch gemeint, glaube ich. Wenn man da heute in manchen Betrieben so durchguckt und so, Sie haben ein schönes Auto, Sie haben eine schöne Wohnung, wollen Sie Hartz IV? Wir können das gleich machen. Was meinen Sie wohl, wie die Leute sich alle mal ducken? Und die arbeiten dann gleich fleißig weiter. Also es ist wirklich Wobei ich sagen muss, dass inzwischen ich den Eindruck habe, dass es mit dem Wahrnehmen der eigenen Rechte und der Arbeitnehmerrechte doch wieder besser wird. Ja. Also wir hören das auch von den Gewerkschaften, dass die jetzt wieder so seit ein, zwei Jahren mehr Zulauf haben und dass die Menschen schon auch anfangen, sich nicht mehr nur wegzuducken, sondern eben auch ihre Rechte wahrzunehmen. Und da müssen wir auch hinkommen. Ich sag mal, gesetzlich ist das in der Bundesrepublik ja wirklich gut geregelt. Es gibt ganz viele Arbeitnehmerrechte, es gibt starke Rechte für Betriebsräte. Bloß diejenigen, die in den Betrieben arbeiten, müssen das auch wollen. So ein Betriebsrat entsteht nicht von alleine, das muss man wollen. Und am besten, sage ich immer, mit gewerkschaftlichem Hintergrund, dann hat man noch eine starke Organisation hinter sich, die auch mit Wissen noch helfen kann. Und wenn man sich das in den nordischen Ländern anguckt, da ist es ja im Grunde so, dass fast 100% oder sogar 100% aller Menschen, die arbeiten, in einer Gewerkschaft sind, organisiert sind, aber auch die Arbeitgeber organisiert sind. Und ich halte ein solches System eigentlich für das Beste. Dann muss man nicht als Einzelperson alles durchsetzen, aber die Menschen müssen es wollen. Auch das funktioniert nur, wenn man das selber will. Und wenn man hier mal so in Magdeburg guckt, ich sag mal, Enercon ist ja ein Betrieb, wo zum Beispiel die IG Metall gerade sehr darum kämpft und auch in vielen Bereichen das jetzt geschafft hat, dass also Betriebsräte in Gründung sind mit gewerkschaftlichem Hintergrund. Also ich kann da wirklich bloß empfehlen, das ist vielleicht auch leicht gesagt von mir, aber das, was ich aus meiner Funktion heraus machen kann an Unterstützung, werde ich da auch immer geben, dass man das eben auch selber will, ja, und sich nicht wegduckt. Es gibt gar keinen Grund dafür. Naja. Ja. Ich hatte gerade heute jemanden hier vor zwei Stunden, Hartz IV-Bezieher, und er hat uns mal geschildert, wie sein Weg da so ist, zur Arge, anschließend zum Gericht, wieder zur Arge und so hin und her. Also und er sagt, in den meisten Prozessen, die angestrengt werden, da kommt er durch. Ja. Und es ist gut, dass es Menschen gibt, die das auch einklagen. Also die auch ihr Recht, auch selbst wenn sie das Gefühl haben, vielleicht am Ende der Kette zu stehen, aber trotzdem den Mut haben, das einzuklagen. Und das zweite Thema, das Thema Mindestlohn, das ist ja eins, was unmittelbar mit dem Thema korrespondiert. Ich sag mal, natürlich, mich hat jemand gefragt dann, ja, aber vom Mindestlohn, da kriegt man doch nicht gleich eine super Rente hinterher. Natürlich kriegt man das nicht, aber es ist ein Anfang. Ja, wenn wir das jetzt nicht endlich schaffen, sozusagen eine gesetzliche Untergrenze einzuziehen und zu sagen, da drunter arbeitet niemand mehr, ja, dann können wir, haben wir auch nichts, auf dem wir aufbauen können. Ich meine, wir wissen auch, dass mit dem 8,50 Euro nicht alle Probleme gelöst sind. Die Binnennachfrage wird auch wesentlich größer mit einem Mindestlohn. Ja, und vor allen Dingen, wenn man das vielleicht schafft, dass dann, wenn Sie es wollen, beide in der Familie arbeiten. Der Mindestlohn bei einem Verdiener, der hilft natürlich nicht, Familien aus dem Bedarf herauszukommen. Die werden auch dann noch in irgendeiner Art und Weise zusätzliche Bedarfe haben und das natürlich auch bekommen. Aber man muss ja mit etwas anfangen. Und wir haben heute eben noch eine ganze Reihe von Tarifen, die deutlich unter 8,50 Euro liegen. Und das kann nicht sein. Also ist das richtig, dass der jetzt kommt? Das ist ein Anfang. Und dass er dann auch in kürzeren Abständen evaluiert wird und geguckt wird, wie der weiterentwickelt wird nach oben. Aber er soll doch auch sehr unterlaufen werden, wenn man da das offizielle Fernsehen hört, dass da verschiedene Angriffe sind. Also hier nicht so dolle und hier so viel und hier nicht ganz so und hier ist etwas später. Aber ich glaube, die Andrea Nahles ist da schon sehr
kräftig dabei, diese Angriffe so gut wie es geht abzuwehren. Und inzwischen ist das, was ich aus dem Gesetzgebungsverfahren kenne, sind es ja wirklich nur noch ganz wenige Ausnahmen, die auch begründet sind. Ja, natürlich ist eine Ausbildungsvergütung etwas anderes. Ja? Und ich sag mal, ein Praktikum, wenn das Bestandteil des Studiums ist und nur eine Woche oder zwei Wochen geht, da kann man drüber nachdenken. Aber bei uns in der Fraktion ist das auch so, wenn man ab vier Wochen jetzt schon so, dann haben wir gesagt, wird das Praktikum bezahlt. Wenn das mal ein Schüler ist oder jemand, der eine Woche reinschnuppert, ist das natürlich was anderes. Ich glaube, es wird sehr, sehr wenige Ausnahmen nur geben und das ist gut so. Da muss mal eine allgemeine Untergrenze eingezogen werden und das wird sich dann auch dahin nivellieren, also auf ein ordentliches Niveau. Und wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, als ich noch mit Herrn Paquet im Landtag darüber gestritten habe, ob ein Mindestlohn jetzt nötig ist oder nicht, dann hat er immer gesagt, die armen Friseurinnen, das kann ich denen doch gar nicht antun, dass ich sage, ihr bekommt so wenig Lohn und deshalb seid ihr nicht gut. Da habe ich gesagt, darum geht es gar nicht. Die Friseurinnen sollen entsprechend ihrer geleisteten Arbeit auch bezahlt werden. Und unter 8,50 Euro ist das eben extrem schwierig. Und wenn man sich das heute mal anguckt, das ist ja immer so dargestellt worden von den Gegnern, wie dann schließen alle Friseurläden, ja. Und heute werben ein Großteil der Friseurläden selber damit, haben richtig Aufkleber an der Tür. Wir bezahlen fair, hier wird Mindestlohn bezahlt. Da habe ich das noch gar nicht drauf geachtet. Ja, ist das geworden. So? Gibt es jetzt inzwischen schon ganz viele, die damit werben? Da werde ich, Das wird also immer mehr. Ja. Und ich finde, das kann sich tatsächlich eben auch, was ja, so Arbeitssituationen angeht, zu einem Qualitätsmerkmal weiterentwickeln. Also ich denke, man wird sich da auf einen sehr kleinen Ausnahmekreis beschränken. Der kann auch gut begründet sein, selbstverständlich. Ja. Die Übergangszeit wird helfen, dass die Tarife sich selber dahin entwickeln, vielleicht sogar schneller. Und der allgemeine Arbeitsmarkt wird auch dazu führen, dass man im Grunde gar nicht mehr weniger bezahlen kann. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Situation. Und noch ein kräftiges Wort und so. Steht die Sozialdemokratische Partei hinter dem Wählerauftrag Einführung Mindestlohn? Na, aber selbstverständlich. Das ist ein prima Wort. So, und zum Schluss noch eins. Ich weiß nicht, ob Sie daran interessiert sind. Also auf alle Fälle erstmal danke für die Rentendarstellung und Mindestlohndarstellung. Ich weiß nicht, ob Sie daran interessiert sind. Gestern Abend, glaube ich, war wohl irgendwie ein erfolgreicher Tag für die deutschen Fußballer. Sind Sie Fußball interessiert? Am Montagabend. Oder am Montagabend. Genau. Ich habe das geguckt mit dem gesamten Kabinett im Schindelbruch in der Yachthütte. Die Haushaltsklausur wurde extra unterbrochen für das Fußballspielen. Und vier Fähnchen? Nein, vier Schnäpse. Viertes Tor, ein Schier der Feuerstein. Ja? Ne, war ein schönes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Ja, sind Sie da so ein bisschen Fußball interessiert? Ach naja, also dann, wenn so die das allgemeine Interesse da ist, ja. Ich gehe auch schon mal zu einem Handballspiel in Magdeburg. Ja, ja. Aber also ich bin jetzt nicht der Fan schlichtweg oder der Fan an sich oder die Fanin an sich, ja. Aber wenn dann so Weltmeisterschaften oder auch Europapokale oder sowas sind, dann gucken wir das auch und dann wird das auch mal zusammengeguckt. Das macht ja auch Spaß. Ja. Das macht den großen Gruppen ja noch mehr Spaß, als wenn man es alleine guckt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das auf alle Fälle. Frau Bude, danke, dass Sie hier gekommen sind. Gerne. Wenn wir auch so ein paar Mal so ein bisschen so hin und her schieben mussten. Ja. Aber ich hoffe, für die Seite, die ich hier aufbauen möchte, Ottostadt-MD-Elbe im Internet. Und da möchte ich darstellen, dass, wie bunt Magdeburg ist. Also da habe ich einen Beitrag geleistet. Ja, und da möchte, ich praktisch von allen, auch sei es von Offiziellen oder auch von anderen, auch von Arbeitern. Ich habe zum Beispiel Pfingstmontag einen Schmied getroffen, der hat gearbeitet hier zum... auf dem Fest. Auf dem Fest, Europafest. Düppeler Mühle, da Burkhard Lischka war da und hat damit eröffnet. Ne? Und den werde ich auch dort mit reinbringen. Und die Seite soll ganz bunt sein, aber auch mit allen Streitereien in dem Bunten. Also ich habe immer gar Also da sehen Streit. Sie nicht eine Linie oder so und der nicht und hier nicht halb und da so, sondern alles das gesamte bunte Magdeburg soll da rein. Und da wollen wir mal sehen, dass mir das gelingt. Ohne Streit findet man eh keine Lösung. Ich sage immer, man muss ja auch um Lösungen streiten können. Aber und das ist nichts Negatives nur, sondern es ist das auch bringt Frage, auch voran, aber man muss es kultiviert tun. Aber es ist auch eine Frage, wie man streitet. Die Streitkultur ist das Entscheidende. Ja, ja, ja? Ne? Ansonsten inhaltliche Auseinandersetzung ist doch okay. Und da freue ich mich, dass Sie da mit reinkommen. Der Burkhard Lischka ist da drin von Seiten der SPD. Sie sind da drin. Und
Ich möchte sagen, es war nicht das letzte Mal, dass Sie hier waren. Nein. Wenn ich so Ihr Gesicht sehe, Ihr freundliches, eroberndes Lächeln. Danke. Nein, ich komme gerne wieder. Wir müssen das wirklich einfach abstimmen mit dem Kalender. Der ist echt mies manchmal, aber das irgendwann glaub klappt. Das glaube ich Ihnen. Und es geht hier auch nicht so auf Zuruf ja, das und so. Das, sehen Sie mal, das muss jedes Mal umgebaut werden und so. Wissen Sie, mir ist das manchmal auch peinlich, wenn die Kollegen hier sagen, das umbauen und so. Ne? Aber so ein schöner Hintergrund. Aber das schöne Hintergrundbild, hier, das ja. sagt mir immer zu. Vor allen Dingen hier zur Hälfte das OK-Logo und so, das ist prima. Die Stalinhäuser Magdeburg, also der Hintergrund hier repräsentiert wirklich Magdeburg. Also da gibt es gar nichts. Beim Reinkommen haben Sie das alles gar nicht so schön gesehen, ne? Nee, ich habe da drüber weggeguckt. Sie haben völlig recht, aber das stimmt. Schön. Und die Ottofarben? Ja. Orange-Schwarz. Und alles dazwischen. Genau. Ich bedanke mich. Ich auch. Schönen Dank. Wirklich. Und ich werde mich auf alle Fälle wieder melden, Sie als Gesprächspartnerin zu haben. Gerne. Und da wollen wir mal sehen, dass wir das nächste Mal ein bisschen differenzierter reingehen und nicht bloß, naja... Sie können das sagen, welches Thema Sie möchten. Ja, gerne. Ne? Machen wir das dann so. Und falls ich es vorher nicht kenne, spätestens wenn ich hier sitze, kenne ich mich aus. Prima. Danke. Und... alles Gute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ja? Und ansonsten immer zwischendurch. Danke. Tschüss. Tschüss.